Nun ist er Herthas neuer Hoffnungsträger und der starke Mann an der Seitenlinie. Pal Dardai, Berliner Rekordspieler und aktuell noch in Diensten des ungarischen Fußballverbandes, ersetzt den Niederländer Jos Luhukay, dessen Amtszeit nach 2,5 Jahren einem Bundesliga-Aufstieg, einem Klassenerhalt und dem Fall auf den 17. Tabellenrang endet. Wir haben eine lange Nacht hinter uns gebracht, in der wir versucht haben, nochmal all das auf uns einwirken zu lassen, was in den letzten Tagen, Wochen und natürlich auch Monaten passiert ist. Das gestrige Spiel spielte eine Rolle, dann haben wir ein wenig Schlaf gehabt und heute Morgen uns nochmal zusammengesetzt und dann letztendlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, in dieser Situation uns von Jos Luhukay, von Markus Gellaus und von Rob Rekers zu trennen. Ich möchte das ausdrücklich auch an dieser Stelle sagen, dass ich mich sehr, sehr bei allen dreien dafür bedanke, dass sie über 2,5 Jahre hier in Berlin eine sehr gute Arbeit geleistet haben. Wir sind mit ihnen wieder aus einer schwierigen Zeit zurückgekommen in die Bundesliga. Wir haben unser Saisonziel in der letzten Saison erreicht und haben den Klassenerhalt sicher geschafft, haben aber auch, und das wissen Sie, insbesondere im Kalenderjahr 2014, nicht die Erwartungen erfüllt, auch nicht die Erwartungen, die wir an uns selbst hatten, und sind jetzt in den beiden Spielen noch nach der Winterpause in eine Situation gekommen, in der wir zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir einen neuen Impuls auf der Position des Cheftrainers setzen wollten. Insofern haben wir uns entschieden, Pal Dardai mit der Aufgabe zu betreuen, die Mannschaft in den nächsten Wochen zu führen. Ich glaube, jeder von Ihnen weiß, dass Pal Dardai und ich auch eine gemeinsame Vergangenheit auf dem Platz haben. Ich kenne Pal sehr, sehr lange und sehr, sehr gut. Ich bin total überzeugt von seinen Qualitäten, die er hat. Und dazu weiß ich ihn natürlich auch einzuschätzen, wie er als Mensch ist. Er ist ehrlich, er ist gerade raus. Er war als Spieler ein harter Arbeiter. Und er steht natürlich für diesen Verein, weil er einfach auch eine blau-weiße Vergangenheit hat und natürlich auch Herthas Rekordspieler ist. Wir haben uns dazu entschieden, einen erfahrenen Trainer an die Seite von Pal Dardai zu stellen. Insofern freuen wir uns auch, dass Rainer Wittmeier diese Aufgabe übernehmen wird. Und diese beiden werden jetzt natürlich auch diese kurze Zeit, die wir haben, versuchen optimal zu nutzen, um die Mannschaft ein Stück weit auch aufzurichten und dann optimal einzustellen, um das schwere Spiel dann am Sonnabend in Mainz anzugehen. Ehrlich und gerade raus, diese Attribute schätzt Herthas Manager Michael Preetz an seinem ehemaligen Mitspieler Pal Dardai, der dem Berliner Publikum noch als leidenschaftlicher Kämpfer bekannt ist. Nun nimmt der 38-Jährige die Herausforderung Abstiegskampf an. Gestern Abend, die Manager hat mich angerufen. Ich habe überhaupt nicht überlegt oder verzweifelt, weil die Mannschaft hat die Qualität, nach meiner Sicht. Die Mannschaft hat genug gute Spieler für einen viel, viel besseren Tabellenplatz. Und deswegen habe ich die Arbeit angenommen und bin ich auch fest überzeugt, das ist auch machbar, weil wir haben noch genug Zeit. Natürlich fehlt die Vorbereitung, aber ich werde schon das hinkriegen, weil ich sehe bei der Mannschaft, bei den Augen, wie die da reagiert haben, dass die wollen. Und gestern das Spiel, lauferisch war auch ordentlich, nur sieht man, dass die einige Spieler sind unsicher. Und natürlich mit Optimismus und mit positiver Stimmung versuchen wir einiges aufzubauen. Und jetzt schon Wochenende gehen wir hin mit riesen Kampfgeist. Jeder, der mich kennt, jeder weiß, wie ich bin, auch als Spieler, auch als Mensch. Und eins ist sicher, ich werde bis zum Tod arbeiten dafür, dass wir frühzeitig das schaffen, dass wir unsere Fans nicht zittern sollen, sondern so schnell wie möglich alles stabilisieren. Und dafür würde ich alles geben. Dem 38-Jährigen steht mit Rainer Wittmeier ein erfahrener Trainer zur Seite, der bereits unter Markus Babbel bei der Hertha arbeitete. Das Duo genießt aktuell das Vertrauen der Verantwortlichen, doch wie lange die Zusammenarbeit wirklich dauert, ist aktuell noch ungewiss. Was so viel heißt, dass wir natürlich vollstes Vertrauen haben und auch die Überzeugung in die Fähigkeiten von beiden Trainern, und dass es auch unser Wunsch ist, mit diesen beiden Trainern erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es auch unsere Pflicht ist, auch gerade in so kurzer Zeit
sich noch den ein oder anderen Gedanken darüber hinaus zu machen. Das sage ich auch an dieser Stelle. Worauf Pal Dardai Wert legt, ließ bereits die erste Trainingseinheit erkennen. Ob beim Laufen oder bei den Übungen, es geht darum, dass sich Herthas Spieler als Team präsentieren, um Konzentration und am Spaß beim Training. Ich sage nochmal, für die Wochenende, das ist natürlich erstmal schwierig, das sind andere Dinge sind wichtig, mentale Sache und wird viel geredet, aber viel arbeiten, das wird schwierig, ja. Das ist keine Ausrede, wir gehen da hin und dann werden wir auch gut spielen, denke ich, ja. Aber die nächste Woche habe ich mehr Zeit, auch mit Offensive, auch mit Defensive, mit Umschalten, dann gibt tausende Dinge und gibt Dinge, was ich sehe, dass wir verbessern müssen, ja. Und, aber das ist nicht für die Presse. Das ist für die Mannschaft und das ist für uns. Und natürlich mache ich schon meinen Kopf, wie können wir das machen. Und trotzdem bin ich begeistert, weil ich habe die Spiele dafür, wie meine Vorstellung ist. Und auch für mich gibt es kein Alibi. Das wird funktionieren, die offensive Spiel. Wenn alle fit sind und einige Automatismen eingeschult haben, eingelernt haben, dann wird schon funktionieren. Die Zeit bis zum ersten Spiel als Cheftrainer von Hertha BSC ist knapp für Pal Dardai. Doch bereits am Samstag in Mainz soll sein Team beweisen, dass es besser als der aktuelle Tabellenplatz 17 ist. Und danach soll für den ehrgeizigen Ungarn und sein neues Team die Arbeit erst richtig beginnen.